Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, auch mich freut das außerordentlich, dass wir scheinbar vom Ziel her mit der CDU ja scheinbar eins sind, was sozusagen die ökologische Ausrichtung, auch gerade die Sanierungsmaßnahme Grünbedachung Photovoltaik an öffentlichen Gebäuden angeht. Ich habe schon gedacht, vielleicht hat ja auch unser Koalitionsvertrag zum Erkenntnisgewinn mitgeholfen. Ich weiß es nicht so genau, aber an dem Punkt sind wir uns ja scheinbar einig. Denn wie es bei uns ja auch im Koalitionsvertrag heißt, und das wurde eben gerade auch schon angesprochen, wir werden alle wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden umsetzen. Ja, und das werden wir jetzt als Koalition auch tun. Ist doch klar. Deswegen haben wir es in den Koalitionsvertrag geschrieben. Hilfreich und wünschenswert. Ich sag mal, hilfreich und wünschenswert wäre es natürlich auch, und ich sag mal, das ist eben gerade auch schon angeklungen, wenn, ich sag mal, Sie Ihren Einfluss auf Bundesebene, auf Ihre Bundeskanzlerin nutzen würden, damit die Länder und Kommunen auch das Geld kriegen, was eigentlich momentan an massiven Investitionsaufgaben vor uns steht, damit wir all die Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll sind, in denen wir uns ja, glaube ich, auch einig sind, damit wir die dann tatsächlich auch alle angehen können. Aber ich kann Ihnen schon mal sagen, ich sag mal, auch als wir den Koalitionsvertrag verhandelt haben, da waren wir schon nicht so blauäugig, dass wir dachten, jetzt kommt irgendwie Geld und Manna vom Himmel und schon gar nicht von dieser Bundesregierung. Insofern haben wir uns da schon auch Gedanken drum gemacht und da will ich auch drauf eingehen. Weil ich sag mal, normalerweise, was notwendig wäre, ich glaube, da sind zumindest ist das deutlich auch unsere linke Position, wir müssten natürlich eigentlich auch in diesem Land ich sag mal, steuertechnisch auch mal die gewaltigen Vermögen angefasst werden, um, was weiß ich, den Aufgaben als solches hier gerecht zu werden. Aber ich habe das schon gesagt, wir brauchen das auch für die Zukunft. Ich glaube, diese Debatte wird auch bundesweit weitergehen, weil ich sag mal, in einem Rahmen bei einer aktuellen Negativverzinsung und den dringenden und hohen Investitionsbedarfen, um die grüne Null zu schaffen, muss bundesweit die deutsche Steuer- und Kreditaufnahmepolitik endlich auch auf den Prüfstand. Aber ich will nochmal auf den Bremer Part als solches da auch eingehen, weil Sie sagten, es geht ja darum, was machen wir denn tatsächlich? Und wie ich schon gesagt habe, haben wir trotz der schwierigen Bremer Haushaltsbedingungen und eigenen Handlungsmöglichkeiten uns auch eröffnet. Weil wir sagen, wir wollen für die Realisierung von betriebswirtschaftlich rentablen Klimaschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Photovoltaik auf öffentlichen Dächern, wie zum Beispiel energetischen Sanierungen, Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED, die Anlagestrategie der Versorgungsanstalt entsprechend ändern, um frei werdende Mittel für solche Projekte zur Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Und ja, wie wir das jetzt praktisch machen, das wollen wir auch gemeinsam mit ihm in der Deputation als solches beraten. Deswegen stimmen wir auch einer Überweisung entsprechend in die Depot zu. Ich danke Ihnen.